Hallo, herzlich willkommen nochmal. Nochmal was zu unserer Live-Online-Sommerauktion am 8. und 9. Mai. Besichtigung kann stattfinden unter den Maßgaben, die wir bekommen haben, unter den Auflagen. Immer nur so und so viele Personen zurzeit. Melden Sie sich gerne an, rufen Sie uns an. Wir haben noch einige Timeslots frei, damit Sie in Ruhe besichtigen können und sich die schönen Dinge, die wir haben, ansehen können. Aber ich wollte Ihnen einfach noch mal was erzählen. Hier haben wir hinter mir ein ganz ungewöhnliches Bild, ein großes Familienporträt. Gruppenporträts sind in der Kunstgeschichte bekannt, aber äußerst selten. Und dieses hier stellt aus meiner Sicht etwas ganz Einmaliges dar. Es ist eine wohlhabende Familie, wie man an der schönen, reichen Kleidung der Mutter und der Kinder und des Vaters erkennt. Sie tragen alle kostbare Spitzen und so weiter. Und sie haben auf diesem Bild aber nicht nur ihre Familie abgebildet, sondern eben auch zwei ihrer wichtigsten Bezugspersonen in ihrem Leben, und zwar ihren Hauslehrer und ihren Hausgeistlichen, ihren Beistand. So etwas ist noch nie sonst irgendwo dokumentiert, und somit haben wir hier diese unbekannte, wahrscheinlich deutsche Familie aus der Zeit um 1750, der Kleidung nach zu urteilen, die sich eben ja dessen bewusst waren, dass Bildung und ja ihr geistiger Beistand für sie sehr wichtig waren für die Entwicklung und für das Vorankommen ihrer Familie. Und somit haben sie diese beiden Menschen im Hintergrund auch abbilden lassen und haben zwei gesunde, glückliche Kinder, wie man sieht. Das Baby kriegt gerade ein Biskuit gereicht und der Junge hält ein Blümchen für seinen Vater hoch. Tja, schauen Sie sich das gerne im Original an. Wir sind hier.